Ins Finale kamen die beiden ohne Probleme, doch nach Vor- und Zwischenrunde überraschte dieses Paar. Stefan Champagne und Manuela Faller aus Freiburg. Erst seit 6 Wochen trainieren die zwei zusammen. In Blackpool bei den British Open war sie noch mit einem anderen Partner, mit Kenny McKechnie, im Finale. Diese Verbindung ging auseinander. Stefan und Manuela fanden dann, zumindest vorerst sportlich, Gefallen aneinander. Er, das kommt hinzu, ist Kanadier und mit 24 Jahren 2 Jahre jünger als die waschechte Freiburgerin Manuela Faller. Cha-Cha-Cha, der erste Finaltanz mit 7 Paaren. Im Hintergrund zu sehen Florenzo Garcia Lopez und Andrea Fautsch. Aus Russland ein ganz junges, noch unbekanntes, aber sehr, sehr gutes Paar. Sergei Duvanov und Siviti Tvetchianovic mit viel Gefühl und Tanzfreude. Und hier sind sie wieder, die beiden mit der Nummer 26, Stefan Champagne und Manuela Faller. Ich bin eigentlich immer vormittags 4 Stunden. Und ja, nachmittags und abends arbeiten wir dann. Es wäre natürlich ganz toll, wenn man halt mal einen Sponsor bekommen würde. Das ist so in diesem Bereich sehr, sehr schwierig. Aber dann hat man natürlich ein bisschen einfacher, das einfach zu verarbeiten oder mehr Zeit auf Turnier zu fahren oder einfach diese Arbeit, die wir machen müssen, um Geld zu verdienen, nicht so in Anspruch zu nehmen. Mit einem Sieg hier bei dem Rising Star Turnier, wäre Ihnen da schon geholfen? Es wäre ein sehr schöner Erfolg dann. Und ich denke schon, wir sind 3. im Moment in Deutschland in der Rangliste. Und 3. der deutschen Meisterschaft. Und ich denke, das wäre natürlich schon eine Aufwertung für uns, wenn wir das Turnier gewinnen würden. Der 4. Finaltanz, Paso Doble. Die Stärke von Florencio und Andrea. Kein Wunder, Florencio ist gebürtiger Spanier. Das ist natürlich sein Tanz und das zeigt er auch. Stefan Champagne und Manuela Faller, die beiden hatten 2 Tänze gewonnen. Einmal wurden sie Zweite beim Paso Doble, aber überzeugten sie nicht so ganz. Dafür waren Florencio und Andrea die Besten. Der Paso Doble ging an sie. Letzter Tanz, der Jive. Und es war spannend, denn punktgleich waren die Russen und die Freiburger-Kanada-Kombination. Also hier musste es sich entscheiden, wer das Rising Star Turnier gewinnen sollte. Die anderen Paare hatten überhaupt keine Chance mehr. Die beiden Russen gaben alles, denn sie wussten, es kam darauf an, hier noch einen guten Eindruck zu präsentieren. Sergei Duvanov und Siviti Tvetchianovic. Mit der Nummer 9,
Paaren Jan Schadenberg und Wendy Krötze, die niederländischen Profi-Lateinmeister aus diesem Jahr. Beim Rising Star in Blackpool wurden sie Vierte und hatten sich mit Sicherheit auch hier in Mannheim mehr ausgerechnet. Für Florencio Garcia Lopez und Andrea Fautsch blieb nur der dritte Platz. Und gewonnen haben, und das mit nur einem Punkt vor dem russischen Paar, Stefan Champagny und Manuela Falla. Wenn man bedenkt, dass die beiden nur 6 Wochen Zeit hatten, um gemeinsam zu trainieren, ist das eine Riesenüberraschung. Und damit sind sie bestimmt ein Rising Star, ein aufgehender Stern. Vielleicht gehört ihnen ja die Zukunft. Stefan ist auf jeden Fall begeistert von seiner neuen Partnerin. Er mag ihren Stil, aber vor allem haben sie beide die gleichen tänzerischen Ziele und das ist die Hauptsache. Außerdem sind sie ein gut aussehendes Paar, das ein bisschen verrückt ist. Und wie bewerkstelligen Sie das? Wird er jetzt in Freiburg leben oder wie machen Sie das? Bis Ende des Jahres bleiben wir ganz in Freiburg und ab nächstes Jahr reisen wir zwischen Kanada, Freiburg und tanzen international die Turniere. Wir haben also Wohnungen sowohl in Deutschland als auch in Kanada. Ich wünsche noch alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank.